Bilder erzählen Geschichten. Manche von ihnen sind auf den ersten Blick ersichtlich, bei anderen muss man genauer hinschauen, um sie zu verstehen. Interessant ist dann sicherlich der Blickwinkel, den man auf das Bild hat. So finden sich teilweise sehr interessante Interpretierungen, die nachdenklich machen, aber auch erheitern können. Heute 10 Fotos der Vergangenheit, die du nicht in Geschichtsbüchern findest. Nummer 7. Seit 1820 feiert man in London jedes Jahr den offiziellen Geburtstag der Königin mit einer Militärparade, die sich Trooping the Colour nennt. Eine Parade wird der Königin jedoch besonders in Erinnerung geblieben sein. Während sie im Juni 1970 auf einem Pferd sitzend ihren Geburtstag zelebrierte, fiel eine Wache genau in dem Moment in Ohnmacht, als sie an ihm vorbeiritt. Nummer 6. Die Golden Gate Bridge ist eine Hängebrücke mit einer Länge von 2737 Metern und befindet sich in San Francisco, Kalifornien. Ihre Erbauung dauerte 4 Jahre, vom 15. Januar 1933 bis zum 19. April 1937. Die Gesamtbaukosten dieses Bauwerkes betrugen etwa 35 Millionen US-Dollar. Um Unfälle zu vermeiden, hatte der Brückenbauingenieur Josef Strauß erstmalig die strikten Anweisungen gegeben, Schutzhelme zu tragen und Sicherheitsnetze für die Bauarbeiten zu installieren. Dennoch kamen bei den Bauarbeiten offiziell 11 Personen um. 19 wurden durch die Netze vor dem Tode bewahrt. Nummer 5. 1994, Bill Gates. Diese CD-ROM kann mehr Informationen speichern als das ganze Papier unter mir. Dieses Foto in schwindelnder Höhe ging um die ganze Welt und war Ausdruck des technologischen Fortschritts. Bill Gates gründete 1945 gemeinsam mit Paul Allen die Firma Microsoft und führte das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten der Welt. Darüber hinaus ist Bill Gates bekanntlichermaßen einer der reichsten Menschen der Welt. Nummer 4. Das Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean war zwischen 1946 und 1958 Schauplatz unzähliger Atomwaffentests der USA. Hauptziel war es, das Zerstörungspotenzial von Bomben zu ermitteln. Die insgesamt 167 Bewohner der Insel wurden umgesiedelt. Ihr Stammesführer hatte der Umsiedlung zugestimmt, da er annahm, man könne die Insel später wieder bewohnen. Tatsächlich wurden jedoch weite Teile der Region kontaminiert und unbrauchbar. Bei der am 28.02.1964 gezündeten Wasserstoffbombe Bravo wurde ein ca. 140 bis 160 Kilometer weit entferntes japanisches Fischerboot durch salzsandigen Regen kontaminiert. Alle 23 Besatzungsmitglieder erkrankten. Die Sprengkraft dieser Bombe entsprach etwa 1000 Hiroshima-Bomben. Nummer 3. Während des Luftkrieges im Zweiten Weltkrieg zwischen der deutschen Luftwaffe und der Royal Air Force war die Bedrohung durch den Einsatz von chemischen Waffen besonders in England allgegenwärtig. Krankenhäuser übten den Ernstfall und bereiteten sich hierauf durch verschiedene Übungen vor. Als besondere Vorsichtsmaßnahme wurden speziell angefertigte Babygasmasken erprobt, um auch die Kleinsten vor Gefahren zu schützen. Nummer 2. Auf den ersten Blick wirkt dieses Foto wie eine Feuerwerksshow. Tatsächlich aber ist auf diesem Foto ein Grabenkampf zwischen den Alliierten und den Deutschen während des Ersten Weltkrieges im Jahr 1917 abgebildet. Allein durch Grabenkämpfe sollen im Ersten Weltkrieg mehr als 9 Millionen Menschen umgekommen sein. Insgesamt verloren ca. 17 Millionen Menschen in den Jahren 1914 bis 1918 ihr Leben. Der Erste Weltkrieg gilt als einer der umfassendsten Kriege der Geschichte, bei dem 40 Staaten und 70 Millionen bewaffnete Menschen beteiligt waren. Und die Nummer 1. Leo der Löwe ist auch heute noch das Logo der MGM-Filme und wurde 1921 als Markenzeichen eingeführt. Hierfür wurden seit 1921 mehrere verschiedene Löwen eingesetzt, aber nur der Löwe des Jahres 1957 hieß auch wirklich Leo. Die übrigen Löwen hießen Sleds, Jackie, Telly, Coffee, Tanner und George. Zusätzlich zu den Auftritten als Logo waren einige der Löwen auch in Hollywood-Filmen wie Tarzan zu sehen. Gerüchten zufolge soll der erste Löwe mit dem Namen Sleds, der von MGM eingesetzt war, seinen Trainer umgebracht haben, aber dieses stimmte nicht. Sein Trainer, Volney Pfeiffer, lebte länger als der 1936 verstorbene Sleds und verstarb 1970, nachdem er sich als Tiertrainer zurückgezogen hatte. Danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns bald wieder.